Ein Industriegebiet in Berlin-Lichtenberg. Ich bin im Dongsuan Center. Das hippe Berlin springt einem hier nicht sofort ins Auge, aber weit gefehlt. Denn das Dongsuan Center ist ein exotischer Geheimtipp. In diesen 8 riesigen Wellblechhallen hinter mir, da versteckt sich eine exotische Welt. Berlin von seiner asiatischen Seite. Und Vietnam ist nur ein paar Schritte entfernt. Vor 10 Jahren fing hier alles an. Und seitdem boomt Klein Hanoi. Endlose Gänge, mehr als 300 Groß- und Kleinhändler shoppen bis zum Umfallen. Klamotten, Taschen, Schuhe, verrücktes Spielzeug. Und natürlich fast alles made in Vietnam. Das Dongsuan Center, wirklich schwer in Worte zu fassen. Vietnam Shopping Mall, Asienmarkt, Schnäppchenparadies und auf jeden Fall die totale Reizüberflutung. Nichts ist unmöglich. Sie können sich zum Beispiel ein ganzes Kosmetikstudio einrichten oder sich erstmal in Ruhe die Nägel machen lassen. Ich treffe Quinn. Die 21-Jährige studiert Wirtschaftswissenschaften. Nebenbei hilft sie ihrer Mutter im Laden. Für sie ist das Dongsuan Center ein zweites Zuhause. Ziemlich verrückt. Man erlebt hier einiges an Geschichten, einiges an witzigen Sachen. Es ist wie so ein Kulturtreffen jeden Tag, wenn man hierher kommt. Es sind halt unterschiedliche Nationen, die aufeinandertreffen und es ist sehr harmonisch hier. Mehr als 20.000 Vietnamesen leben in Berlin. Ein Besuch im Dongsuan Center, für viele ist das wie ein Kurztrip in die Heimat. Dongsuan, das bedeutet Frühlingswiese. Eine Frühlingswiese, die auch immer mehr Berliner und Asienfans entdecken. Alles so kuschelig, viele Menschen rumgewuselt. Sehr, sehr cool. Am Wochenende ist erstmal hier tolle Atmosphäre und man kann hier gut einkaufen, preiswert vor allen Dingen. Jeder Laden, den du dir anguckst, ist voller Trash. Es gibt Mützen, es gibt irgendwelche kleinen Spiele, Spielaccessoires etc. Also ein Ding nach dem nächsten, was man sich angucken kann und wo man was Neues entdecken kann. Das Angebot, typisch asiatisch und gern mal aus Plastik. Vor allem Plastikblumen in allen Variationen, selbst Orchideen und Rosen. Täuschend echt, aber geruchlos. Und auch die Feinschmecker kommen ganz auf ihre Kosten. Hier finden sich all die Dinge, die man im normalen Supermarkt vergeblich sucht. Reisnudeln in allen Variationen, eine riesige Auswahl an Fisch- und Chilisoßen. Oder wie wäre es mit Hühnerfüßen im Kilopack? Und das Allerbeste am Dongsuan Center, das ist natürlich das vietnamesische Essen. Denn hier gibt es das Nationalgericht, die Nudelsuppe Phở. Und so, wie sie sein muss, mit Haut und Knochen. Das Hühnchen wird vorher gekocht und dann im Ganzen zerhackt. Das Rezept hat Chan aus Hanoi mitgebracht. Seit mehr als 20 Jahren kocht er in Berlin. Nicht angepasst, sondern streng nach Originalrezept. Das Wichtigste, sagt Chan, das sei die Brühe. Die muss bereits am Tag vorher angesetzt werden und mindestens 10 Stunden vor sich hinköcheln. Wenn die Leute zum ersten Mal meine Suppe probieren, dann soll es genauso schmecken wie in Hanoi. Die Leute sollen beim Essen wirklich das Gefühl haben, für einen kurzen Moment in Vietnam zu sein. Und wenn Sie jetzt auch Appetit bekommen haben, das Dongsuan Center ist fast jeden Tag geöffnet. Nur Dienstag ist Ruhetag in Klein Hanoi.